Also noch nicht offiziell nominiert, aber schon voll im Wahlkampfmodus schauen wir auf die Performance von Kamala Harris. Zusammen mit Brandon Bourne, er ist von der Bertelsmann Stiftung Experte für US-Politik und transatlantische Beziehungen. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Ja, mit Blick auf Ihren Auftritt in Milwaukee, was zeichnet Kamala Harris aus? Wie kommuniziert sie? Also die Rede gestern Abend von Kamala Harris war sehr stark. Sie hatte, wie Sie gerade gehört haben, eine sehr klare Botschaft, eine sehr klare Vision kommuniziert. Das ist etwas, was in den letzten Jahren etwas gefehlt hat. Und es gab einfach eine neue Energie im Raum. Also das heißt, letzte Woche, das Momentum war ganz auf der Seite der Republikaner nach dem Parteitag. Diese Dynamik hat sich jetzt etwas verschoben. Ich glaube, wir können mit einem viel ausgeglicheneres Rennen rechnen, wenn Harris letztendlich nominiert wird. Das gibt die Demokraten einen neuen Schwung nach einigen schweren Wochen. Milwaukee, wo die Rede gestern ja stattgefunden hat, liegt im Bundesstaat Wisconsin. Das ist ja einer der sogenannten Swing States, die am Ende das Zünglein an der Waage sind, wo sich also entscheidet, wer letztlich dann US-Präsident, möglicherweise US-Präsidentin wird. Welche Wählerinnen und welche Themen müssen denn speziell dort adressiert werden? Also in den Swing States ist es auf der einen Seite sehr wichtig, die Basis zu mobilisieren, aber auf der anderen Seite unabhängige Wähler auch zu gewinnen. Ich glaube, nach dem Reden gestern Abend von Harris, sie zeigt sich in einer guten Position, die Basis zu mobilisieren, besser als Biden. Sie ist auch besser positioniert, vielleicht ein jüngeres, ein vielfältigeres Publikum zu erreichen auch. Aber natürlich auf der anderen Seite muss man die Zentristen, die Moderaten auch gewinnen. Deswegen ist es sehr wichtig, die Wahl von Vizepräsidentenkandidat oder Kandidatin, also zum Beispiel Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, Mark Kelly, der Gouverneur für Arizona. Also das sind Namen, die vielleicht dieses Wahlzettel, die Kampagne von Harris etwas ausgleichen können und diese unabhängige Wähler gewinnen können. Man sagt ja, wer die Memes kontrolliert, kontrolliert Social Media. Wie wichtig aus Ihrer Sicht ist denn Social Media für den Wahlkampf in den USA und wie performt Kamala Harris dort? Es ist enorm wichtig. Also wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, es gab viele Inhalte, Pro-Harris-Inhalte auf Instagram und TikTok, die wirklich explodiert haben. Das zeigt, dass es eine neue Energie in diesem Rennen gibt. Aber auch vielleicht, dass sie in die richtige Richtung geht, um ein neues Zielpublikum zu erreichen. Das war nicht der Fall bei Biden. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, dass es genauso bei Trump ist. Es gibt viele Pro-Trump-Accounts, die America First-Botschaften auch kommunizieren. Das ist wirklich ein Schlachtfeld, wo Meinungen gestaltet werden, aber auch wo Wähler, insbesondere junge Wähler, mobilisiert sein könnten. Stichwort junge Wähler. Jetzt ist Trump ja plötzlich der alte Kandidat. Was ändert sich jetzt für ihn und seine Kampagne? Und wo sehen Sie möglicherweise auch Schwachstellen bei Kamala Harris, wo die Trump-Kampagne dann angreifen könnte? Also das Thema des Parteitags der Republikaner war letzte Woche Einigkeit. Diese Tage sind längst vorbei. Mit solchen Statements wie Doom wie ein Stein. Ich glaube, Trump und Vance, wie sie reagiert haben, sie zeigen, dass sie sich angreifbar fühlen. Sie hätten viel lieber Joe Biden als Kandidaten gehabt. Trump hat selbst gesagt, dass seine Kampagne bei Null anfangen muss. Also das wird ein ziemlich engeres Rennen sein. Bei Harris aber, sie hat mit einer Beliebtheitswerten einen sehr schweren Stand. Das liegt bei 38% im Moment. Das ist nicht besonders gut. Sie hatte als Vizepräsidentin eine Leistung gebracht, die so manchmal gut, manchmal schlecht war. Also sie hat auch eine politische Handgranate bekommen mit der südlichen Grenze, illegale Einwanderung. Das sind Schwächen, auf die Trump-Kampagne aufgreifen werden. Aber ich glaube, als Vizepräsident haltet man sich auch im Hintergrund mit dieser neuen Plattform, mit dieser neuen Botschaft. Sie ist in einer viel besseren Position, diese Schwächen zu überwinden. Brandon Bourne, herzlichen Dank für diese Einschätzung und Analyse am Morgen bei Phoenix. Grüße nach Berlin. Vielen Dank, schönen Tag.